Es dauerte mehrere Minuten, bis sie vollständig zu sich kam und begriff, dass dies kein Traum war. Ihr war kalt, sie wollte aufstehen, doch noch immer war ihr schwindelig. Dazu kam eine leichte Übelkeit. Der rote Faden in Mörderische Tage ist das spurlose Verschwinden von mehreren Personen und das plötzliche Auftauchen einer Person wieder, die allerdings nur knapp 2 Tage später stirbt. Alles in ihr vibrierte, die bedrückende Enge in dem kleinen Raum mit der hohen Decke flößte ihr zusätzlich Angst ein. Ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man in kompletter Isolation gefangen gehalten wird. Ich sage immer, ich bin kein normaler Krimi-Schriftsteller. Ich bin sowieso nicht normal. Ich bin aber auch nicht durchgeknallt. Ich kann immer noch die Sachen unterscheiden voneinander.